Hallihallöchen Leute, willkommen zurück bei Brave Frontier. Ups, ich hab doch mir noch Schein. Ja, da gab es mittlerweile eine kleine Info zu dem. Es wurde mir gesagt, es ist gar nicht, angeblich sagt Gumi selbst, das wären nur Bugs und sie arbeiten daran, das wieder zu fixen. Aber naja, ich habe da gestern so lange drüber geredet. Ich glaube nicht, dass sie da so viel drin werden. Aber ansonsten, wir sind denn heute in der U-Version und das ist um einiges cooler, denn da war gerade heute Patchtag und wir sehen hier die ersten Infos oben. Ja, ich muss wohl. Doch, ich kann da oben klicken. Sehr schön. Maus benutzt ist fein, dann kann ich mich auf den Monitor schauen. Auch wenn das Ganze hier ein bisschen laggy ist. Und zwar haben wir ja Patches da. Und das Coole ist, sie haben die Super Metal Parade erstmal reingebracht. Für die nächsten 24, also nicht nur für 24 Stunden, sondern für die nächsten 5 Tage kann man mit einem normalen Schlüssel eine Super Metal Parade machen, kann dort Crystals bekommen. Finde ich persönlich ziemlich episch. Ich werde die nächste Zeit richtig abfahren. Ja, kostet 40 Energie, aber egal. Dafür hat man genug, dass sich das lohnt. Dann haben wir hier unten ein sehr, sehr geiles Ding. Nicht unbedingt, weil es was es eigentlich ist, sondern weil es eigentlich einfach nur von der Idee her ziemlich geil ist. Und zwar bekommen neue Spieler für die ersten 4 Tage Reduzierung. Und zwar so, dass man für den ersten Beschwörung einbezahlt, dann 2, dann 3, dann 4 und dann bei den 5 ankommt. Was halt, das ist ein nettes Feature, mit dem Spiel reinkommen. Was ich viel mehr feiere, ist die Tatsache, dass alte Spieler das auch bekommen. Nicht, weil mich die Beschwörungen interessieren. Man sieht da unten die Auflistung. Die Beschwörungen interessieren mich persönlich gar nicht so, weil momentan ist kein Event. Und sie haben noch keins angekündigt, soweit ich das gesehen habe. Aber einfach, dass sie sich daran denken, dass alte Spieler auch noch da sind, finde ich persönlich richtig geil. Weil bei Gumi Global wissen wir ja, alte Spieler, ja, ich wurde so oft mittlerweile in der Level-Up-Kampagne übergangen, dass es mir ziemlich egal ist. Beziehungsweise, die ist halt immer so gesetzt, dass ich halt schon lange drüber bin, also blub. Aber ja, hier wird ein altes Spieler einfach mal mitbedacht. Voll geil. Ja, und dann haben wir die Patch-Notes. Ich werde die hier auch mal aufrufen. Denn da gibt es hier den Link zu deren Forum, wo man die alle drin findet. Ich glaube aber auf... Ja, ich glaube, sie sind hier auf Englisch verlinkt, aber das ist kein Problem. Ich habe irgendwo die Deutschen hier offen. Nee, sie haben sogar die Deutschen verlinkt. Boah, die waren ja immer besser. Und zwar haben wir jetzt ein komplett neues Feature der Kampfgeschwindigkeit im Auto-Battle. Wir können die Geschwindigkeit einstellen, wie schnell ein Auto-Battle läuft. Einfach, zweifach, dreifach. Finde ich super. Allein schon für Metal Parades, weil das schneller geht. Aber auch andere Dungeons einfach schneller sind. Das ist ein cooles Feature. Das ist ein Global EU-Exclusive Feature. Hat sonst noch keiner. Voll geil. Dann neue Questbereiche. Liseria und Agni, muss ich sagen, tatsächlich ziemlich cool. Hallo, meine Fresse, warum habe ich das eigentlich per Kabel angeschlossen, wenn es dann immer noch leckt? Wie ist gut, so, jetzt ist es langsam mal rangekommen. Fast irgendwie. Ich glaube, ich muss mal wieder neu connecten. Irgendwie hat er gerade echt eine Macke. Unos Momentos. Ich kann währenddessen schon mal drüber reden, über die neuen Gebiete. Denn es gibt 2 Stück davon, Liseria und Agni. Das Coole daran ist, in Agni finden wir mehr oder Disciple Mel und hinter die Escort von Blazing Mare. Und Mare ist farmbar, genauso wie Zebra. Was das scheint dazu führen, dass ich jetzt statt weiter Zebra zu farmen, mehr farmen werde. Denn ich habe einen Oracle Zebra, habe ich ja genau vorgestellt. Finde ich aber zum Kotzen, dass es ein Oracle Zebra ist. Aber werde dann wahrscheinlich jetzt mehr farmen. Der Punkt dahinter ist, mir wurde mittlerweile mehrfach in den Kommentaren gesagt, dass der Nerf für Zebra bereits eingebaut wurde. Wer sich in der Globalen erinnert, als Maxwell rauskam, wurde Zebra genervt von 300% Crit Damage auf 150% Crit Damage. Das haben sie in EU jetzt bereits gemacht. Das heißt, da hat er jetzt quasi schon an Wert verloren, indem er nur 150% Crit Damage macht mit seinem Leader-Skill. Und mehr gibt 125% elementaren extra Schaden mit ihrem Leader-Skill. Was ziemlich episch ist, weil dafür muss man nicht critten. Den kriegt man immer. Wenn man so, gerade wenn man mit einem Dark-Team arbeitet, macht man einfach so viel gewaltig viel mehr Schaden. Deswegen ist es interessant, sie mitzunehmen. Werde ich versuchen, mir auch zu farmen. Wird aber ein bisschen dauern. Ich bin in der Quest noch nicht mal mit dem aktuellen Gebiet komplett durch, weil ich zu voll war, einfach nur weiter Zebra gefarmt habe. Dann haben wir den Gra-Trial. Ja, gibt ein paar interessante Sachen dazu. A, man muss Trial 1 durchhaben und da ich bisher aber noch zu faul war, das zu machen, werde ich wohl warten müssen, bis ich meinen Baum endlich fertig aufgelevelt habe und dann endlich mal 1 und 2 hintereinander wegmachen. Nach dem, was ich gehört habe, ist es wohl ein bisschen verpackt, sodass man Gra mit verschiedenen Typen bekommen kann, was ziemlich witzig ist. Also Leute Guardian, Breaker und Anima bekommen und ich glaube sogar wahrscheinlich welche Oracle. Deswegen werde ich persönlich auch ein bisschen warten wollen, bis ich es mache, einfach weil ich nicht riskieren will, einen Oracle Gra zu bekommen. Außerdem bin ich momentan für Gra 5 in Form jetzt auch nicht so gehypt, weil das habe ich in der Globalen so lange durchgekaut. Und brauche ich für mein aktuelles Setup nicht. Dann wird es ein bisschen komisch. Wir kriegen neue 6-Sterne-Einheiten und zwar das Kikuri Sephia Badge, was echt strange ist, weil die von der Rangordnung halt bei weitem noch nicht dran waren und auch in der Globalen erst deutlich später ihre 6-Sterne-Form bekommen haben. Aber, interessant. Dazu kommen das hier unten noch auf das, ja, wir werden mehr Wirbeltore machen, dann werden die Metal Parade nochmal, ne? Vorbereitung für Frontier Teil 4, ja. Und ein Haufen Kleinscheiß, Sphärengebäude.
Bisschen Designüberarbeitung. Leider immer noch keine Favoritenfunktion, was ich ziemlich zum Ätzen finde. Und auch eine Fehlerbehebung. Nein, mit irgendeiner Entwicklung erhöht, sprich, das ist fast garantiert. Anführerfähigkeiten von Vishra und Leader aufgehoben. Eichern fusioniert und entwickelt. Aha. Ah ja, das ist sehr gut, weil sonst was immer, man ist wieder nach oben gesprungen, was ziemlich nervig war. Wenn man das Tutorial abschließt, kriegt man jetzt ein Beschwörungsticket. Ja, ist nett. Dann haben sie das mit den Beschwörungen nochmal. Und ja, damit sind wir durch die Patch-Dinge soweit erstmal durch. Das heißt, wir können es erstmal. Sie haben da nicht alles gezeigt, deswegen werde ich euch jetzt direkt etwas zeigen, was ich vorher schon festgestellt habe. Was auf Reddit wurde es auch vorher schon gepostet. Und zwar haben wir hier eine Dragon Mimic. Und oh, guck mal einer an, man kann die jetzt entwickeln. Wir haben jetzt Metal Mimics gekommen, finde ich persönlich ein bisschen verwirrend, denn wir brauchen noch keine Metal Mimics für das, was sonst ansteht. Was ein bisschen strange ist, weil normalerweise bringen sie die Dinge erst raus, wenn man sie braucht. Und ich habe noch nicht. Wobei es kann sein, dass mehr das. Nee, mehr braucht das auch nicht. Erschließt sich mir noch nicht, wofür das da ist. Ansonsten, Trud, 5-Sterne-Form können wir immer noch nicht entwickeln. Und damit auch wohl den Rest noch nicht. Und Trud, das war Gaijuful. Wir können jetzt mal nach Thrud schauen. Ja, geht auch noch nicht. Was geht, sind Zephyr und Kikuri. Die habe ich irgendwo oben. Da sehen wir es. Die werden auch beide schon mal entwickelt. Dann habe ich da ein bisschen was, wo ich Sachen reinfusionieren kann. Schwupp. Und ja, ich hätte erwartet, dass wir hier irgendwie Metal Mimics brauchen, weil wir haben sie jetzt ja. Aber brauchen wir nicht. Wenn irgendjemand eine Idee hat, wofür man die braucht, immer gerne her damit. Wenn ihr das wisst. Ich bin da auch neugierig. Weiß auch noch nicht alles, also helft mir da gerne aus. Ja, Breaker Kikuri, Breaker Zephyr schon ausgebaut. Für Kikuri brauche ich tatsächlich noch einen Dark Totem. Das ist okay, das kann ich mir theoretisch gesehen heute noch holen, denn heute ist Donnerstag, wo ich das aufnehme. Ich muss mir das aber auch überlegen wegen Metal Parades, ob ich das tatsächlich mache. Oder ob ich momentan nur durchgehend Super Metal Parade mache. Wir werden es sehen. Auf jeden Fall hätte ich alles da, was ich bräuchte. Aisha könnte ich auch entwickeln. Bräuchte ich, glaube ich. Oder bräuchte ich mir noch ein Feuer-Totem? Ich könnte sie entwickeln, aber dann geht mir der Dragon Mimic aus, ist Aisha nicht so interessant. Und sonst haben wir ja noch keine weiteren Entwicklungen. Sie haben vorgespoilert vorhin, es wird noch mehr geben, aber da haben sie bisher noch nichts rausgebracht. Ja, wir können Dinge entwickeln. Blutelixier, Titan-Elixier bekommen wir jetzt. Blutelixier ist ganz nett, dann kann man vielleicht die besseren Fujins bekommen. Mega-Heilung, okay, interessant. Brauche ich aber eigentlich auch nur für weitere Crafting-Sachen. Lichtelixier, Ares-Elixier, langweilig, glaube ich. Ist das das, was ich denke, dass es ist? Ne, heiliges Licht. Oh, heiliges ist gut. Und Fujitonics, das sind die. Das ist das. Heiliges Licht, das Mehrfachheil. Oh, ich dachte gerade, mein Telefon klingelt. Und jetzt Fujitonics sind halt die besseren Tonics. Göttliche Götze, Wiederbelebung Light. Das ist die bessere Wiederbelebung. Warum machen wir das dann Wiederbelebung Light nennen? Und die Holy Flute, die bessere. Das ist cool. Das sind alles Sachen, die wir ja noch nicht hatten bisher. Höchstlevel erreicht. Oh, ich dachte gerade, was ist das denn? Dann haben wir hier Königslicht, Meisterlicht. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Als Sphäre, aber ich denke mal nicht so besonders interessant. Wenn wir Amano Habanken bekommen, wird es interessant. Ansonsten. Ja. Ferduel. Ja, ist glaube ich auch nicht besonders interessant. Ich sollte weiter ins Mikrofon reden, damit ihr auch versteht, was ich sage. Seltsame Klinge, aha. Tech-Ding 2, das ist interessant, das brauchen wir hinterher für den Soul Creator, die Tech-Gizmo 2. Heil-Ding 2, der Cure-Gizmo. Die Scherben sind, glaube ich, für Status-Effekt-Dinge und Angriffe. Zell-Ring, ja, das sehe ich jetzt auch nicht so, aber gut, dass wir was haben. Geht mal hier was Kammer aus, ne, sieht noch gut aus. Todeskanone, ich habe keine Ahnung, was das ist. Giftmesser ist recht offensichtlich. Ogerlanze war, glaube ich, Crap. Biestschiene. Ich glaube, das sind jetzt die Sachen, wo es dann um die nächsten HP-Dinge geht. Zeusbogen, Königsfreund. Das ist der Royal Butt. 25% Spark-Damage. Das ist tatsächlich gar nicht so schlecht, wenn wir Duelsführung schon hätten. Verwüst-Axt dürfte gut sein. Müsste die Havoc-Axt sein. Für mehr Crit-Rate. Limbus-Stein. Ja, Limbus-Stein ist jetzt nicht besonders interessant. Demon Lance. Whatever. Phönixauge, Engelsflorett, meh. Hier geht tatsächlich wieder das Kammer aus, interessant. Dafür haben wir, glaube ich, noch genug. Ja. Gesund-Amulett.
Serie, Juwel, Gottes Juwel. Viele Dinge dabei, die ich auch in der globalen nie benutzt habe, weil sie einfach nicht gut waren. Und jetzt geht es mir tatsächlich aus. Dabei hatten wir so viel Karma. Da, egal, wir werden jetzt wahrscheinlich gut übersehen können. Genau, Drachenklinge, das sind nämlich hier Sternschild, das sind hier die nächstbesseren Königsschild. Da haben wir so genau die 25% Version dazu bekommen. Verwüstax, da haben wir jetzt die Havoc Axe, das ist auf jeden Fall gut. Engelsfloyd, ach, das ist Angelic Foil, Aber das haben sich abgeändert, das ist nicht, das 75% gibt es ja dann für die ersten 4 Runden in Attack, das ist nicht so überraschend. Königsschild, Weißschild, das ist sogar tatsächlich auch ein bisschen verbessert, halt beides eine Runde länger, aber ist auch, jetzt auch nicht besonders interessant. Und unten haben wir dann wo die nach den Fähigkeitsentschieben des Tech-Dings. Tech-Ding finde ich tatsächlich sogar eine ziemlich lustige Übersetzung. Brauche ich Quellstein für, kann ich in Agni bekommen wahrscheinlich. Und ja, jetzt habe ich ganz vergessen, dass ich natürlich theoretisch gesehen auch ruhig was schon mal bei den Synthesizers schauen kann, ob ich davon was machen kann. Also was machen will davon. Wenn auf jeden Fall. Da ist das Blutelixier, das werde ich brauchen. Leider habe ich kaum Kokanüsse, schade. Denn damit kann man dann Fujin Tonics machen. Meine Itemliste ist voll, das sagen sie mir also auch. Interessant. Kann ich die trotzdem schon machen? Ja, wir gehen dann quasi einfach einen drüber. Beziehungsweise haben wir jetzt das gegen das Blutelixier getauscht. Ich nehme die Übung leid, das ist auch interessant. Kann ich meine Hochheilung mal raushauen für. Das ist auf jeden Fall wert. Und dann direkt wieder ein paar Items verkaufen, weil ich voll bin. Leider gibt es hier auch noch nicht so schöne Schnellcrafte und Schnellverkaufsmöglichkeiten, denke ich mal. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie... Nee, Multicell haben sie auch noch nicht eingebaut. Sie haben sogar noch nicht mal das... Ach, man muss hier immer noch den Regler hochschieben per Hand, damit man hier richtig verkaufen kann. Total nervig. Verkaufen wir noch ein bisschen was, damit wir da... ein kleines bisschen Polster haben. Ach egal, mache ich später. Ja, was gibt's sonst noch zu gucken? Frontier Hunter dürfte noch nichts wieder zu sehen sein oben. Haben wir nur gesagt, ja, wir sind am Vorbereiten, seid gespannt. Was hat basically heißt, ja, gibt's halt noch nicht, punktum. 16. April, mal sehen, ob wir bis dahin das bekommen, würde ja zeitlich passen. Irgendwas wollte ich noch. Irgendwas, verdammt nochmal, wollte ich noch. Ach ja, genau. Von den Gems, die ich habe, kann ich tatsächlich in die Beschwörung mal reingucken, aber... Und da seht ihr es dann nämlich auch, dass sie das geändert haben. Außerdem haben sie um die Tore geändert, was ich persönlich sehr cool finde. Also das ist vom Design her ein bisschen angepasst. Und man sieht dann auch dort unten schon, wie viel man hat. Passt platztechnisch nicht ganz rein, aber ist interessant gelöst. Ah, man kann mit hin und her bewegen auch immer noch wechseln. Man hat halt oben die Knöpfe. Also ist halt so ein bisschen an den europäischen Markt angepasst. Muss ich auch so generell sagen, sie machen einen sehr guten Job damit, das Spieler für Europäer auszurichten. Auch mit den Valhalla-Einheiten, wo man jetzt merkt, das ist so typisch europäische Historie angehaucht. Klar, nicht für jeden gleichbedeutend viel, aber halt interessant gemacht. Marina, nett. Auch noch Brecher, ordentlich. Und jetzt sieht man es da, es ist auf 2 hochgegangen. Jetzt kommt mir eine rote Tür. Fall mal, du bist uninteressant. Und dann dürfte es jetzt auf 3 hochgegangen sein. Genau, habe ich nicht mehr da, machen wir dementsprechend jetzt nicht. Aber funktioniert jetzt auch so. Wie gesagt, Favoritenfunktion gibt es leider immer noch nicht. Wenn ich jetzt, ja, ich... Oh, aber sie... Sie haben die Elementsortierung jetzt endlich richtig hinbekommen. Das heißt, man sieht die Sachen jetzt tatsächlich danach hintereinander. Deswegen sehe ich auf einmal, wie viel, verdammt viele Emilias ich mittlerweile habe, die ich alle nicht haben will. Vor allem, weil sie ihre 6 Sterne von mir noch nicht bekommen hat. Aber so hat man einen wesentlich besseren Überblick darüber, was man hat. Ich bin zum Beispiel momentan da dran, hier den Baum weiter auszubauen. Sowohl leveltechnisch als auch Brave Burst. Der Rest sieht soweit alles gut aus. Dann wird jetzt Sephir und Kikuli bald ausgebaut. Ich bin echt... Ich weiß... 8 Burstrocks, gut zu wissen. Können wir beim Baum nachhelfen zur Not. Ich weiß echt nicht, warum sie jetzt Sephir und Kikuli Gruppe vorgezogen haben. Denn eigentlich wäre nun mal jetzt... Was wäre es? Ich glaube, die Gruppe um AIM dran gewesen. Und Lemia. Aber na, sie haben sich da wahrscheinlich irgendwas bei gedacht. Keine Ahnung was. Ist mir auch ziemlich wuppdiwuppdi. Ich weiß, was wir machen können. Wir werden jetzt einfach, um das einmal zu testen... Ja genau, wir haben momentan noch den Paula Dungeon, aber da habe ich jetzt gerade keine Lust zu. Den werde ich machen, wenn die das, glaube ich, wenn das Super Metal Parade Ding rum ist.
Ich brauche einmal Ruin der Dunkelheit für Kikuri. Ja, wo sind meine ganzen Zebra-Freunde hin? Was soll das jetzt für Flatscher? Haufen Leute haben Trot-Freunde, was total, als einfach was total doof ist, weil ihr Leader-Skill einfach. Weibliche Einheiten und wenn man für bunt gemischte Elemente hat. Ja, nee, ich will viele Douglas mitnehmen, das ist doch totaler Blödsinn für mich. Hatte ich nicht gerade wenigstens. Wir haben hier Chris gesehen. Hat einen SBB, passt, nehmen wir den mit. Items passen auch noch. Sehr schön, dann können wir nämlich jetzt direkt das. Genau, da ist das Geschwindigkeitsding. Hier kann man es einstellen. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Finde ich cool. Gefällt mir. Ich befürchte, es wird bei bestem Willen nicht flüssig laufen und bei bestem Willen nicht gut aussehen. Aber das ist ja auch ziemlich egal. Wir haben immer noch ein bisschen Musik im Hintergrund davon, was auch schon mal was ist. Und es geht tatsächlich ziemlich schnell. Also ich kann mir echt vorstellen, dass gerade Auto-Battle, also nicht Auto-Battle, gerade Super Metal Parade sich damit richtig lohnen, weil da kann ich ja aus einem Schlüssel richtig viel rausholen. Sie könnten vielleicht ein bisschen noch an der Schrift arbeiten. Irgendwie die Schrift sieht anders aus als die anderen Schriften, die man dort so in dem Bereich hat. Das ist die gleiche Schrift, die man, glaube ich, die man hat während der Übergänge. Kann ich echt zwischendurch hier draufklicken? Nein. Ich könnte es aber wieder ausmachen. Achtet mal beim Stagewechsel drauf. Das ist das, was man dort oben als Schrift hat, ist glaube ich das gleiche, was man hier auf dem Button hat. Der Rest ist eine andere Schrift oder zumindest eine leicht andere Auslegung der Schrift. Sieht anders aus. Was ich ein bisschen ungeschickt finde, weil nimmt jemand einfach ein bisschen was weg. Ja, dann nehmen wir mal die Dinger mal eben ein. Genau, die Schrift dort oben passt besser dazu als das, was wir unten an Schrift haben. Also irgendwie. Ich weiß nicht warum, aber das finde ich persönlich jetzt nicht ganz so passend. Also, sie passt in diesen Bildschirm hier irgendwie nicht ganz rein, gefühlt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Autoschrift vorher anders aussah. Ein bisschen. Und das fällt halt jetzt raus. Oh, naja, man kann halt nicht alles haben. Insgesamt muss ich ja sagen, ein sehr cooler Patch gefällt mir, weil das EU jetzt langsam die Zügel anzieht und ein bisschen mehr macht immer weiter. Ist natürlich zeitlich ein bisschen doof, weil natürlich immer noch bei mir viel Zeit für Global drauf geht. Auch immer noch so gesehen Global mein Hauptspielbereich ist. Aber ich habe mittlerweile immer mehr Bock hier in Global, wollte ich schon sagen, hier auch mehr zu machen. Um mir zumindest dann irgendwann mehr zu farmen, meine Einheiten weiter auszubauen und dann die Trials zu machen. Da habe ich. Ich will die Belohnung der Trials eigentlich nicht haben. Ich will sie einfach nur gemacht haben, weil ich das Gefühl habe, ich muss sie machen, um zu zeigen, dass ich es kann. Da ist so dieses. Wenn ich sie nicht mache, dann kommen irgendwann Leute und sagen, ja, du machst das ja gar nicht, du kannst das ja gar nicht und das wird dann nervig. Aber ja, ansonsten, wie gesagt, ihr Feature sehr cool, gefällt mir. Haben sie sehr, sehr gut hinbekommen mit diesem. Und ich hab's halt auch auf Reddit verfolgt. Da haben dann auf dem Brave Frontier Global Reddit, also was heißt Reddit, das ist halt. Hauptspielerschaft und Besucherschaft Global wurden dann gepostet, was für Sachen auf EU kommen und alle direkt so, wow, wie geil, ich will auch, was ist gemein, warum kriegen wir auf Global das nicht? Da musste ich schon ziemlich drüber lachen und habe da meinen Spaß dran gehabt, mir zu denken, ha, wir haben's. Und man muss halt sagen, mittlerweile ist EU halt echt gut spielbar im Vergleich zu dem, wie es. Ich habe EU vor ungefähr einem Jahr angefangen und das ist halt einfach nicht mehr vergleichbar, nicht im Ansatz. Das ist mittlerweile so um Welten besser geworden. Man kann mittlerweile so gut und ordentlich spielen. Eine damals, als ich in den ersten Wochen nicht gespielt habe, hieß es Metal Parade, ja. Zweimal die Woche an Tagen und wir geben die Zeit vor. Und eine Stunde an dem Tag jeweils, dann 2 Tage die Woche konnte man Metal Parade machen. Auf Basis der Spielernummer, die man hatte, wurde verteilt. Irgendwie gab dann 5 Side-Slots und 1 und 2 haben einen bekommen, 3 und 4 und so weiter und so fort. Und im Endeffekt war das einfach scheiße. Um es einfach so auszudrücken. Das hat echt dem viel weggenommen. Dementsprechend bin ich sehr froh, dass sie das jetzt geändert haben. So. Kikuri. Müsste mir echt mal wieder Miracle Totems farmen, aber solange ich noch eins da habe, ist alles in Ordnung. Mehr als eins braucht man im Normalfall ja nicht. So schnell. Zumindest hier noch nicht. In Global könnte das vielleicht bald anders sein. Smexy, Smexy.
Ich habe, glaube ich, noch irgendwo eine davon, die ich noch ausbauen kann. Wo ich bisher zu faul war. Oh, ich habe noch drei davon. Interessant. Da kommt es dann auf einmal raus. Eine Guardian. Ich glaube, hier eine hiervon dürfte. Ne, die ist Brecher. Irgendwo müsste eigentlich eine Anima dabei sein. Na, kein Anima, okay. Und immer noch kein Favorisieren, was mich echt ärgert, weil das, man haut so leicht eine Einheit aus Versehen weg. Und man kann nicht alle Einheiten in Trupps reinbekommen, zumindest nicht, wenn man so viele Einheiten hat, wie ich mittlerweile gesammelt habe. Das Gute ist aber auch, wir finden jetzt wesentlich einfacher, wen wir als Brave Burst Fodder benutzen können, weil einfach, wenn man die Liste halt echt besser sieht. Oh, ich habe mir unter Umständen einige Almas gesammelt gehabt und werde sie bald doch nicht benutzen. Weil zu faul. Können wir eigentlich als Baby Fodder irgendwo für nehmen. Und können hiervon noch ein bisschen was weghauen. Ich werde ein kleines bisschen da halten, einfach für die Möglichkeit, mir Metal Mimics machen zu können, wenn ich sie brauche, weil ich halt noch nicht wirklich weiß, wofür ich sie brauche. Was mich sehr verwirrt. So, und ich habe halt auch noch nirgendwo gefunden, ob es eine vernünftige Tabelle gibt, in der quasi drin steht, so, hallo, das sind all die Möglichkeiten, die man hat, mit, wofür man Metal Mimics irgendwo braucht. Deswegen ist das ein bisschen strange. Aber wir können uns gleich eigentlich noch eine auf Vorrat machen. Dann habe ich eigentlich alles, was ich dafür brauche, erstmal da. Möglichst viel Platz und dann werde ich die Tage möglichst viel Super Metal Parade machen für möglichst viele Einheiten. Könnte ich von dem, was ich an anderen Sachen da habe, auch noch ein bisschen was verbrauchen und dann Dinge reinfusionieren, aber da werde ich gleich in Ruhe mal irgendwann gucken. Die Aufnahme aus ist und ich mich da ein bisschen besser einen Überblick hinbekomme. So, haben wir noch eine. Das war sogar eine Oracle Lux. Und jetzt dürften mir die genau Gods ausgegangen sein. Das ist in Ordnung. Ich habe angeblich was in meiner Box. Warum soll habe ich was in meiner. Ach, man gereicht nicht. Man kriegt ja ein Beschwörungsticket für. Generell, das werde ich jetzt aber. Oh geil, man sieht da dann auch, dass man Beschwörungsticket verwenden würde. Das finde ich interessant gemacht. Das haben sie echt cool hinbekommen. Werde ich jetzt aber noch nicht einsetzen, weil kann ich immer auch noch aufbewahren für. Wenn dann die nächsten coolen Einheiten kommen. Ja, so viel für den Patch von heute. Ich hoffe, es gefällt euch. Wenn ich Dinge übersehen habe und ich weiß, ich habe Dinge übersehen, zum Beispiel, wofür man eine Metal Mimic brauchen kann, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wenn ihr selbst noch ein bisschen wissen wollt, was andere so rausgefunden haben, schaut doch gerne in den Kommentaren vorbei. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, meine Freunde. Macht's gut.